Ahoi, liebe Zielgruppe Campingfreude und oder so beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist richtig herbstlich draußen, das wird uns aber nicht davon abhalten, jetzt 4 tolle Tage zu haben. Primäres Ziel ist das Ahrtal und so richtig los geht's nach dem... Nach dem Intro. Das ganze Wochenende Regen angesagt, das heißt ganz typisch herbstliches Wetter. Trotzdem haben wir so richtig Bock aufs Ahrtal. Mal gucken, wie die Weinreben, also die Blätter davon sind. Ja, ob es bunt ist, ne? Oder nicht, weil momentan muss man sagen, wir haben ja so herbstliches Wetter. Also die Bäume haben noch alle diese Blätter dran. Kann es sein, dass es noch wirklich grün ist? Dann wird es ein matschiges Laufen werden, weil wir haben morgen eine Weinprobe in unserem geliebten Weingut. Gut, oh Shell. Aber weil wir noch genug Zeit haben, fahren wir heute eine andere Strecke. Das heißt, wir wollen über Kassel, Montabaur, Limburg an der Lahn. Und da werden wir einfach mal gucken, ob wir da den ersten Stopp machen. Und das sehen wir auf jeden Fall als nächstes, wo wir gelandet sind. 3 Stunden sind wir jetzt schon unterwegs über die A7 und jetzt auf der A5. Und wir haben unser Ziel noch lange nicht erreicht. Ja, natürlich sind wir immer noch am Prüfen des Fahrzeugs. Da wird es demnächst, vielleicht schon nächste Woche mal ein Update-Video geben, weil es ist noch so ein oder anderes. Damit ihr einfach mal am Start seid. Ihr wisst ja, wir haben jetzt ein oder andere Motorenproblemchen. In diesem Video aber wollen wir darüber nicht eingehen. Aber vielleicht merkt ihr schon was. Wir haben hier neue Beleuchtung. Uiuiui. Wir machen uns das jetzt nämlich gemütlich. Also in unserem Van. Also langsam so auf die dunkle Jahreszeit. Wie das denn richtig aussieht, das werdet ihr dann sehen, wenn wir dann an unserem Startplatz angekommen sind. Insgesamt hätten wir noch 2,5 Stunden und 230 Kilometer. Da wären wir aber schon im Ahrtal, da wollen wir heute noch nicht hin. Aber naja, ein bisschen Fahrt haben wir noch und jetzt heißt es wieder Motoren starten und weiter geht's. Sind wir angekommen? Und zwar hat es uns auf einen Stellplatz in Wetzlar. Genau, haben wir digital bezahlt. War relativ einfach, war ein QR-Code. Genau, 11 Euro. Ja. Musst du aber erstmal suchen, aber direkt am Müllplatz, da sind auch die ganzen Informationen. Vielleicht, ja, wenn das Wetter gut ist, zeigen wir morgen mal einen Platz. Mhm. Ja, war eine tolle Tour durch den ganzen Regen und auch viele Baustellen rund um Gießen. Haben wir gedacht, nee, wir fahren nach Navi, der sagt das schon richtig. Ich habe schon die Schilder gelesen, da stand Wetzlar durchgestrichen. Man sollte vielleicht nicht nur nach Navi fahren. Auch das ist eine Lehre, die wir jetzt haben. Naja, wie immer. Aber das machen wir immer wieder, den Fehler. Ich glaube, das geht euch wahrscheinlich auch so. Ja, das würde mich... Schreibt mal in die Kommentare. Genau. Fahrt ihr nach Navi oder wenn da mal ein Schild steht, ja, macht ihr es anders. Genau. Ja, wir werden jetzt... ich habe da Würstchen. Hier habe ich Brötchen. Stefan kriegt Mortadella. Und Matti. Und Matti. Und das werden wir jetzt machen. Und morgen früh, wenn das Wetter gut ist, zeigen wir euch kurz mal den Platz hier. Guten Morgen. Guten Morgen. Kurz vor 10 lecker gefrühstückt haben wir schon hier auf dem Stellplatz, also Goethe Camping, glaube ich, nennt sich das hier. War ganz ruhig hier, würde ich sagen. Was ich lustig finde, laut Park4Night 41 Plätze, also 41 Wagen soll hier hinpassen, auf keinen Fall. Also wir zeigen euch das mal. Wir sind hier rundherum, sind natürlich solche Plätze. Das sind wohl 20 Stück. Genau. Und in der Mitte sollen wohl auch Leute stehen können. Aber wenn in der Mitte Fahrzeuge stehen und ihr seht da hinten, ich glaube, das habt ihr gerade gesehen, sonst machen wir nochmal. Warte mal. Ja. Da hinten seht ihr dieses große Teil da, den Morello. Sorry, wenn davon zig stehen. Das kann nicht funktionieren, auf keinen Fall. Was gut ist, es gibt hier theoretisch einen Brötchenservice. Blenden wir euch gerade mal ein. Wenn ihr den nicht nutzen wollt, weil jetzt in der Herbstsaison kommt euch zu spät, kein Problem, keine 800 Meter, ist ein großer Globus, da gibt es einen Fleischer, da gibt es einen Bäcker, lecker Brötchen. Ich glaube, das sind sogar die gleichen Brötchen, hast du gesagt. Wir sind eigentlich auch die gleichen Brötchen, Müllstation ist hier, Entsorgungsstation. Also wir haben jetzt 11 Euro bezahlt, ne? Ja genau, ohne Strom, ohne alles. Innerhalb der Saison kann es ein bisschen teurer sein, guck mal bei Park4Night, wir haben den Link unten hat angegeben. Genau. Fähr- und Entsorgung ist auf der Seite und die ist auch nur für Gäste dieses Platzes wohl.
Genau. So hieß es, also von daher, ja. Da gibt es auch noch ein paar Informationen. So, jetzt wollen wir den Regen hier abhauen, weil das ist nicht schön, was das Wetter gerade macht. Wir hoffen, dass im Ahrtal schönes Wetter ist und wir wollen am Rhein entlang. Vielleicht gibt es schöne Bilder. Wenn ja, dann seht ihr sie jetzt. Something years ago, those cold nights in December, and the sound of the falling snow, the fireplace warm and nice, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time. Parat sind wir schon mal. Genau, erstmal angekommen sind wir in Malchoss, haben uns auch wieder gesetzt, also sprich in unser bekannten Platz hier, Campingplatz zur Burgwiese. Hallo. Hallo. Und ja, jetzt machen wir unsere Tour. Wichtig ist erstmal zu gucken, inwiefern der Bäcker morgen aufhört. Die Dame, die wir gerade Hallo gesagt haben. Das hätte man mal gerade fragen können. Das hätte man machen können, ja. Aber wir gucken einfach nach. So gehen wir durchs Dorf und dann ab über den Rotweinwanderweg ab nach Rech. Und wenn alles gut läuft, kriegt ihr jetzt wieder schöne Bilder zu sehen. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. You and me were poor as dirt. All we had was time. Hey, do you remember sneaking out in the night? Me playing the Fender and you singing, oh, it's alright. Beating hearts full of lust, shiny stars. Just a dream guiding us, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back my life, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt. All we had was time. All we had was time. Every bad thing and every good, I wouldn't change it if I could, 'cause it all led us up to this. I'd pack my bags right now. If I could play back rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, and all we had was time. Wie immer eine lecker Weinprobe. Ja, waren wieder einige Weine, die wir probieren durften. Und wie viele Kisten es am Schluss geworden sind, das werdet ihr in diesem Video auch noch sehen. Genau, es sind auf jeden Fall einige, kann ich jetzt schon sagen. Ja, das heißt, da werde ich dann wieder, da muss ich ganz schön lange die Kamera halten, ne? bis die letzte Kiste dann wieder ins Wohnmobil gegangen ist. Ja, vor allem musst du das bei beiden Fahrzeugen machen, ne? Ja, das werden wir tun. So, jetzt geht's wieder zurück bei den Rotwein-Wanderweg. Wir hoffen, dass das Wetter noch stabil bleibt bis dahin. Ja, es ist ein bisschen am Mieseln, aber das wird schon gut. Auf jeden Fall fällt eins aus, die Drohnenzähne. Wahrscheinlich, ja. So ist das nun mal.
Da muss ich mich ja jetzt korrigieren. Ihr habt ja doch noch ein bisschen was von oben gesehen. Tolles Ahrtal. Ja, wir sind hier im Maischoss und von oben hat man vielleicht dann doch etwas gesehen, was wir versuchen bei Bildern momentan nicht so zu zeigen. Es ist halt viel zerstört. Ja, es gehört halt irgendwie dazu, das ist so, aber der Aufbau geht hier voran auf jeden Fall. In Teilen geht er voran, in anderen Teilen könnte man sich tierisch drüber aufregen. Ich glaube, das gibt's überall, das ist ja immer so. Morgen versuchen wir auf jeden Fall nochmal eine andere Runde zu gehen. Nochmal vielleicht auch Saffenburg, muss man einfach gucken, ob das wettertechnisch passt, weil herbsttechnisch man merkt, es ist ein bisschen dieselig. Und es ist windet auch und so weiter. Also Drohne hatte da schon ein bisschen was zu kämpfen, aber alles gut, hat sie gut gemeistert. Jetzt gibt es Armbrot mit Zwiebeleltern und dann gibt es noch einen wunderbaren Spieleabend. Da werdet ihr vielleicht das ein oder andere Bildchen noch sehen. Und ja, dann melden wir uns, ja, jetzt für uns morgen weiter in diesem Video. Bleibt einfach dran. Guten Morgen, 8.23 Uhr nach Winterzeit, 9.23 Uhr nach Sommerzeit. Wir sind einmal durchgeschaukelt worden hier im Maischoss. Jetzt es hat gewindet und gestürmt. Ja, ist unfassbar. Nachbar wäre beinahe nicht ins Schlaf gekommen, weil die Frau sich andauernd hin und her gewälzt hat. Unfassbar. Die sind fast weggeflogen, wie wir auch. Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt ein bisschen umplanen, weil, es ist windig und wir müssen ja auch was hier machen. Also wird Stefan euch jetzt zeigen, was der so machen kann, wenn er halt nicht rauskommt. Ja, wie alle haben wir jetzt mittlerweile auch ein Omnia gekriegt. Bin da sehr glücklich, dass ich den jetzt habe, weil ein paar schöne Gerichte habe ich damit schon gemacht. Also ich werde da auf jeden Fall jetzt weiter mitkochen mit dem Ding. Und jetzt gibt's halt einen Apfelkuchen und nachher wollen wir mal gucken, ob es da noch was mitgibt. Schauen wir mal. Ja, willkommen im Maggi-Backstudio, ne? Nee, Maggi-Kochstudio. Aber egal, wir kochen und wir backen heute. Jetzt gibt's erstmal einen Apfelkuchen. Aber dazu muss ich erstmal den Apfel halt schälen, ne? Dann müssen wir ein paar Stücke machen und dann gibt's gleich noch einen Teig, den wir anrühren. Das seht ihr gleich. Sums, den wir vorhin zusammengerührt haben, kommt da jetzt rein, ist drin, bisschen Apfel drüber, bisschen karamellisierten bzw. Zucker zum Karamellisieren oben drauf und dann Deckel drauf und ab auf den Herd. Drauf ist der Pott, ich richte den immer schön mittig aus, das kann man ja in der Mitte ganz gut sehen, dass der Pott da mittig drauf sitzt. Jetzt heizen wir den erstmal ordentlich vor mit Volldampf, so weiß ich nicht, so 5 Minuten vielleicht maximal und dann geht der weiter runter und ich gucke immer so, dass wir da 125 Grad haben, dann wird er nämlich auch nicht braun. Dann wird das schön hell, aber komplett durch natürlich. Braucht ungefähr so, 40 Minuten circa. Ihr habt es gerade gesehen, Kuchen ist fertig. Mal sehen, ob er auch nachher schmeckt. Das werden wir dann sehen, weil es gibt erst Kuchen und dann gibt es entsprechend heute Nachmittag, Vorabend entsprechend lecker essen. Genau, es wird heute das Maggi-Kochstudio sein und Backstudio. Genau, das Maggi-Backkochstudio, danach wird nochmal gebacken. Also das werden wir heute mal in dem Sinne machen, weil viel können wir nicht machen. Wir gehen jetzt trotzdem raus. Ihr seht, wir haben die Jacken an. Ich habe einen Schal um, auch bei 14 Grad, weil ich muss meinen Hals schützen. Ja, wir gehen nochmal Richtung durchs Dorf, Richtung Bahnhof, gucken uns da noch was an, werden euch ein paar Bewegtbilder einblenden. Ja, und dann sind wir wieder zurück im Maggi Kochstudio. Und Backstudio. Ja, dann wird ja gekocht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir aufhören. Aber wir machen nichts mit Buggy, komisch. Oder? Nein, aber im Buggy. Buggy könnte man sagen. Ach, das Buggy-Kochstudio. Jetzt haben wir den Namen immer falsch gesagt. Müssen wir die Aufnahme neu machen? Nee, machen wir nicht. Also, jetzt gibt es Bilder von draußen. Round.
ago when I was struck by luck as I found you sitting all alone, looking down your phone like a restless soul. The wind that stroked your hair left your scent in the air, and the sun was almost acting as a spotlight just for you, making flowers bloom. Days are made for you. You make me weep. Before I could say that all I want is you and to be near, standing where you are, I'll give you my heart, peace when we're apart. But then he walked by, you see, he walked by and started to smile, got up and took him by the hand. Now I understand that he is your man. You make me. So ist das. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie das jetzt hier aussieht, wa? Dann wollen wir den erstmal anschneiden. Ein paar Stückchen abschneiden und dann gucken wir mal. Bisschen Sahne gibt es da auch noch zu. Aber sieht fluffig aus, sehr gut. So, wer will denn den ersten? Man ran mit den Tellers. Also wie ihr seht, wir sind jetzt auch wieder in Pepper gelandet. Da gibt's wunderbar ja Kaffee, weil ja. Mittag fällt aus erstmal. Ja, Kaffee haben wir nicht, wir haben Tee gemacht, aber ist egal. Schleimscheiße 100. Ja. Nee, Klugscheiße 100. Genau. So, hier gibt's mal die Aufnahme. Ich glaube, ich muss ein Bild einblenden, es ist zu hell. Ich kann euch den Kuchen gar nicht so richtig zeigen. Aber lecker sieht er aus und ob er schmeckt, werden wir euch nachher erzählen, wenn wir wieder am Kochen sind, also wenn wir wieder im Buggy-Kochstudio sind. Mahlzeit. Zurück in Buggys Kochstudio. Jetzt haben wir den Namen ja richtig drauf. Ja. Geht das schon wieder weiter mit dem Essen? Man glaubt es gar nicht. Also hier, das ist das Ergebnis vom Kuchen. Also es ist noch genau ein Viertelstück übrig geblieben. Wir haben noch Verbesserungspotenzial entdeckt für einen sehr, 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 sehr leckeren Kuchen. Also ist jetzt nicht so, als wenn der nicht schmecken würde, aber wir wissen, zukünftig, da können wir noch eine Mittelschicht Äpfel mit reinmachen. Ja. Ich glaube, dann ist er richtig perfekt. Ich glaube, dann werde ich meinen Mann hier zukünftig nur noch hier backen lassen und dann können wir es verkaufen. Genau. Das heißt, wir können bald uns selbstständig machen. Ja, na ja. Nur noch auf Reisen, es gibt dann immer Kuchen. Buggy on Tour heißt dann Backen on Tour. Ja, und nach dem Futtern ist vorm Futtern. Jetzt wird mal wieder Braten gemacht. Also da liegt das gute Ding, das sieht man ja. Also das wird jetzt, hat er schon ein bisschen Fett abgeschnitten. Das wird jetzt mariniert. Ja, ich werde in der Zeit ein Video schneiden. Und warum zeigen wir euch jetzt nichts anderes? Ich blende euch gerade mal was ein. Es ist extrem windig draußen, so dass wir gesagt haben, es ist Herbst, wir genießen das einfach mal. Und das ist sogar nicht das Einzige, was er dann gleich machen wird. Denn es wird sogar noch Brotteig auch noch angesetzt. Ne? Genau, es gibt noch ein Brot auch noch. Also es ist hier wirklich Buggys Kochstudio. Es wird richtig lecker werden. Ja, und ein verfressenes Wochenende, könnte man sagen. Ja, okay, guckt euch an hier, wie dick der geworden ist. Ne? Alles ja, hier. Ja, Mann, so ein dicker Bub. So, und jetzt schneide ich, du kochst. Und wenn wir den Brotteig fertig angesetzt haben, weil das ist nur, kannst du das aus dem Kopf? Mehl? Mehl, Hefe, also das wird ein Baguette-Brotteig, das heißt Mehl, Hefe, lauwarmes Wasser, Salz. Das war's. Ja,
Prise Zucker vielleicht noch. Und dann muss er gehen. Bei Fahren kann er nicht, die Bahn fährt hier nicht mehr. Ja, genau. Die haben sie hier, haben sie die Schienen abgebaut. Genau. In dem Sinne, also wenn der fertig gegangen ist, ja. Dann melden wir uns wieder. Weiter geht's in und Buggys Kochstudio. Irgendwann mal was Eigenes. Also, falls ihr da Bock drauf habt, dass wir so eine Folge machen sollen, wir können auch gerne, weil wir sind gerade. Anleitung meinst du? Bisschen rastlos und ratlos, was wir so machen sollen auf unserem Kanal, weil Reisevlogs liefen nicht so gut, hätten wir uns mehr gewünscht. Und naja. Über unseren Motor war auch die ganze Zeit nicht unterhalten. Ja, ja. Also, falls ihr darauf Bock habt, einfach runter in die Kommentare. Ja, ich habe jetzt das große Bedürfnis hier, Bohnen zu nehmen und die in einem Speckmantel zu drehen. Ob das funktioniert, lasse ich mich jetzt mal. Ja, du wolltest das essen, also musst du es selber machen. Ja, ist ja kein Problem. Ich lasse mich einfach mal überraschen, ob das so funktioniert. Und ja, doi, doi, doi. Ihr werdet das am Ende dann sehen. Ja, Teig, haben wir heute ein bisschen Probleme. Naja, was heißt Probleme? Der ist jetzt schön noch am Gehen, schon eine ganze Weile. Ja, er wollte am Anfang aber nicht gehen. Ja, gut, okay, es war hier zu kalt im Auto, das ist richtig. Ja. Aber obwohl wir 24 Grad haben. Jetzt im Wasserbad. Jetzt macht es. Jetzt will er. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Also dann gibt es morgen nämlich Baguette-Brot aus dem Omnia. Also seitdem er den hat, er ist echt, wie heißt es so schön? Angefixt. Angefixt und experimentierfreudig, denn hier wird so gut wie nicht nach Rezept gemacht. Also eins sage ich ganz klar. Ich will kein Omnia-Kochbuch. Denn wenn ich ein Omnia-Kochbuch nehme, ja genau, dann taugt das Ding für mich nichts. Weil ich möchte gerne so kochen, wie ich zu Hause koche. Und das kriegt er hin. Genau, und wenn das nämlich nicht geht, dann schmeiße ich das Ding wieder weg in die Dorne. Das war zu teuer, das wird nicht gemacht. Dann wird er verkauft. Nee, du hast ja schon lecker Kuchen gemacht. Klappt eigentlich. Ne? Also, meine Fresse. So, ich bin jetzt hier am Böhnchen drehen und mal gucken, ob ich dann abdrehe. Na, viel Spaß. Ist wieder voll, aber diesmal nicht mit Essen. Zum ersten Mal, obwohl, warte, das können wir ja nicht so stehen lassen. Also ein bisschen Essen muss natürlich sein. Ja, das Weißbrot haben wir auch gleich mal angeschnitten, weil ich es verpacken musste. Auch gleich mal probiert. Wie war's? Lecker. Es fehlt Salz, es fehlt Olivenöl und es ist nicht getoastet. Ja, gut, okay. Also so ein bisschen Power könnte das noch vertragen, genau. Aber das ist jetzt ein einfaches Rezept gewesen. Und es war fürs erste Mal. Also deshalb, morgen werden wir es richtig probieren. Mhm. Aber wir wollten jetzt erstmal sagen, dass wir auch was anderes machen. Also wir spielen auch mal wieder einen schönen Spieleabend. Genau, wir futtern nicht. Das erste Spiel haben hier das Siegerpärchen gewonnen. Weil, nehmen wir die Kamera. Ja, wir machen eine Norm. Genau, da ist das Siegerpärchen. So, und jetzt drehen wir hin, damit wir das Verliererpärchen so sehen. Ja, ist schon klar. Und das werden wir jetzt so ein bisschen noch hier rumspielen. Karte mal gucken, wer das noch gewinnt. Und morgen geht's weiter. Da werden wir euch auch sagen, was das gekostet hat hier. Campingplatz zur Burgwiese für 2 Nächte. Das sagen wir euch morgen. In diesem Sinne. Gute Nacht. Gute Nacht. Wunderschönen guten Morgen, kurz vor 10. Wir machen uns so langsam fertig. Auch bin ich grell, aber es geht nicht anders. Der da
kümmert sich um Abwasser. Ist leider hier auf dem Platz ein bisschen schwieriger, weil es hier keine klassische Abwasserstation gibt. Aber mit den Eimerchen funktioniert das schon ganz gut. So, was haben wir jetzt bezahlt? Ist die große Frage aller Fragen. Für 2 Nächte, also ein Wohnmobil, 2 Personen, Strom- und Umweltgebühr 72 Euro, ist ein vernünftiger Preis. Was hat der Platz sonst noch zu bieten? Theoretisch die Klause zur Burgwiese, hat jetzt aber aktuell geschlossen. Sonst gibt es eine relativ gute Karte. Wir haben es jetzt noch nicht geschafft, das hinzugehen. Vielleicht demnächst mal, wenn wir mehr Zeit haben. Jetzt war ja das große Kochen, ne? Buggys Kochstudio, Backstudio war ja angesagt. So, wir machen uns fertig und dann heißt es Wein holen von unserem geliebten Weingut O'Shell. Wir sind mal gespannt, wie viele Kisten das am Ende werden. Das ist immer zu hell sonst. Es ist zu hell. So, wir haben uns jetzt gerade nochmal rumdiskutiert, wie gut das die Aufnahme gerade für den Arsch war. Machen wir es einfach nochmal. Genau. So gehört das halt. Und wir sind ehrlich und erzählen euch, dass wir es ein drittes und viertes Mal machen. Du hast jetzt angefangen mit dem Campingplatz. Genau, Haken dran, den haben wir verlassen. Also Maischoss war wieder schön über den Rotwein-Wanderweg. Wie gesagt, Wetter war jetzt nicht so optimal. Heute ist eigentlich schöner, aber man kann nicht alles haben. Und dann waren wir jetzt wieder in unserem Lieblingsweingut O'Shell hier in Rech. Er ist, wie gesagt, jetzt haben wir mitgekriegt, seit 35, 36 Jahren ist die Familie von Stefan. Und wenn man darüber hinaus will, wenn man jetzt an New York denkt, ne, ja, schon ein noch länger. Viel, viel länger dabei. Auf jeden Fall, sie haben aus der Flut, aus der Katastrophe definitiv eine Tugend gemacht, haben richtig toll modernisiert. Und das geht mir ja gerade auf den Sack, was die Kamera macht. Toller Gastraum, also die Vinothek, richtig toll modern ist es geworden. Und ihr seht das gerade. Tolle Weine. Wir haben, glaube ich, wieder an die 10 Kisten. Wobei für 3 Familien. Für mich ist kein einziger Wein dabei. Ich muss warten, bis Frühjahr ist, denn dann gibt's wieder frische Weißweine. Und ich bin halt der liebliche Weißweintyp. Ich muss halt warten. Na ist ja aber nicht so schlimm. Ich habe Gott sei Dank von dem guten Tropfen noch etwas. Für uns geht's jetzt nach Gütersloh. Mal gucken, ob wir euch da noch was zeigen können. Einkaufen müssen wir vorher. Also jetzt gibt's ein bisschen Fahrt. Und ich hoffe, dass wir rechtzeitig auf den Platz kommen. Der sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Vielleicht ist es was. Wir lassen uns überraschen. Naja, da sitzen wir schon wieder am Essen. Ja, Traditionsbewusstsein haben wir hier, weil der Kuchen muss ja weg. Ja. Ich blende euch gerade mal ein Bild ein. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Lösung. Ich habe da schon was gefunden. Mhm. Sehr gut. Also wenn wir mittelfristig hier Sahne schlagen wollen, dann nicht so. Nee, das ist eine spritzige Sache. Meine Güte. Und die Alternative wäre jetzt gewesen, er wollte nicht unbedingt, dass ich helfe. Und ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Weil dann wäre ich genauso eingesaut gewesen wie er. Denn es ist ganz schön eingesaut, der Bengel. Ja, jetzt aber wieder sauber. Und man sieht immer noch die ganzen Sahneflecken. Ah ja. Ja, angekommen sind wir in Gütersloh bei einem Stellplatz direkt am Schwimmbad. Ist jetzt, naja, es ist für einen Durchgang. Wir müssen mal gucken, wie das wirklich wird. Weil es ist schon laut, was den Verkehr angeht, muss man sagen. Weil hier ist eine Hauptverkehrsstraße hinter euch. Dahinter nochmal eine Hauptverkehrsstraße, also direkt eine Kreuzung. Also das ist jetzt schon nicht so leise. Ja, es ist halt so, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir damit klarkommen. Und jetzt gibt's Kuchen. Und dann hat Stefan noch mal was zu basteln heute. Oh, okay. Auch das gehört auch in dieser Herbsttour mit dazu. Ja, genau, richtig. Mhm. Was es ist, sagt euch dann. So, geht gleich weiter. Jetzt gibt's Kuchen. Kuchen. So, für mich geht das Basteln hier los. Ich sitze hier hinten. Was soll ich sagen? Unsere Pumpe macht Geräusche. Ich weiß nicht, ob man das hört. Manchmal macht sie Geräusche, manchmal nicht. Der Marcel dreht mal das Wasser auf. Nee, macht sie gerade nicht. Aber es ist so manchmal so ein quietschendes Geräusch, als wenn sie überläuft. Und wir haben jetzt also so irgendwie durch, wie heißt es, überschlüpft oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie man das fachlich sagen soll. Ist auch wurscht.
Wir haben uns jetzt gedacht, wir werden das die Pumpe sicherheitshalber austauschen. Wir haben ja eh einen Ersatz dabei, weil morgens, wenn man dann duscht und vielleicht eingeschäumt ist, ist das bestimmt total toll, dann zu stehen und nicht mehr sich abbrausen zu können, wenn die Pumpe dann plötzlich aufkippt oder so. Also prophylaktisch wird sie getauscht und dann wird es eine neue geben. Und gut, ist es, sie ist jetzt fast 2 Jahre alt. Naja, irgendwann geben die Pumpen halt ihren Geist auf. Das ist auch irgendwie normal. Hat jeder irgendwie ja schon mal gehabt. Also keine große Sache. Das Essen ist fertig. So weit sind wir aber noch gar nicht. Ach so. Denn du hast ja noch was gemacht. Also, ach so. Pumpe hast du ausgebaut, haben jetzt nicht gefilmt, weil das sollte eigentlich jeder wissen, wie das funktioniert. Das war easy, also. Falls mal jemand Fragen hat und sagt, er weiß es gar nicht, dann ab rein in die Kommentare. Wir müssen dann gucken, wenn wirklich jeder kommentiert, wo wir uns gerne drum wünschen würden, dass ihr wirklich das kommentiert. Wir haben euch zig Fragen diesmal gestellt, was ihr so alles haben wollt. Einfach rein da. Sind wir gespannt. Ja, und wenn nichts sonst, müssen wir die Arbeit müssen wir jetzt auch nicht machen. Nee, genau. Aber ich glaube, in einem anderen Video schon mal gesagt. Auf jeden Fall, Pumpe läuft wieder. Ja, einwandfrei, ohne Geräusche, alles super. Also, ja. Und schon wieder Geld ausgegeben. Ja, nämlich eine neue gekauft. Genau, damit so gleich halt die Ersatzpumpe dann wieder da ist. Ja, sonst, jetzt muss ich gerade überlegen, was wir auch noch sagen wollten. Also, wir haben uns auch noch Tassen besorgt. I Love A, die kommen nach Hause, damit wir zu Hause noch mal Tassen haben. Weil wir haben jetzt mitgekriegt, wenn Eltern, Schwiegereltern so lange weg sind, gehen uns die Tassen aus. Dann haben, haben wir nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und deshalb brauchen wir neue Tassen. Mhm. Und, ja, der Platz hier in, wo sind wir, in Gütersloh, ist halt, wie gesagt, bei der Welle, blenden wir euch einmal ein, kostet 9 Euro ohne Strom, muss man halt zu Öffnungszeiten vom Freibad, muss man da hingehen, die haben aber wirklich lange auf, ich glaube fast bis 22 Uhr, also da kann man noch spät hin, ja, zwar direkt an der befahrenen Straße, aber wir wollen mal gucken, ob das alles so in Ordnung ist. Ich denke, das wird schon gehen. Genau, dann wird Stefan jetzt etwas ganz Besonderes, ein Gründerwein, Spätburgunder halbtrocken. Richtig. Von der Maischoss Altenahr, also von der Winzergenossenschaft, der ältesten Winzergenossenschaft, die es gibt. Ja, also auf der Welt sogar, ne? Ich wollte gerade sagen, ich meine, auf der Welt habe ich es mal gelesen. Genau. Jetzt die, müsste ich es nochmal, wenn dann nochmal gucken. Ja, das aber zumindest steht Gott sei Dank hinten drauf. Ach so, siehst du, dann ist es nämlich doch so. Denn den Wein haben wir beim Campingplatz zur Burgwiese von der lieben. Nee, von dem lieben. Von dem lieben. Also Guido. Von Guido bekommen. Und Helga hat natürlich, ja, Helga, also übergeben hat es uns Guido. Aber mit Helga und, sogar. Genau, und Guido sagte, ja, ich dachte, du wolltest du das übergeben, also zu Helga. Und ja, nee, kannst du auch machen. Naja, also die beiden auf jeden Fall. Genau, ne? Guido und Helga, ja. Wie gesagt, da hoffen wir wirklich, dass da vorangeht mit dem Campingplatz. Weil wie gesagt, wir drücken immer wir noch waren ganz fest die Daumen. Erst geschockt von den Preisen, aber im Endeffekt, nein, wir haben es durchgerechnet. Es ist noch human und wenn man halt mit einem Bulli kommt, ist es auch günstiger oder mit Zelt. Oder ja, so. Gut, das ist klar. Und es ist halt der schönste Campingplatz, was die Lage angeht. Ja. Und wenn die jetzt endlich mal einen längeren Pachtvertrag bekommen würden, dann bekommen die auch mal eine Modernisierung. Genau, dann wird richtig investiert, das haben sie schon gesagt. Aber wie gesagt, kann man verstehen. Ein Jahr immer Verlängerung, wer macht das schon? Ja. Für uns ist es das aber. Wir schreiben heute den 30. Oktober. Und morgen haben wir einen ganz besonderen Tag. 10 Jahre erstes Date, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Ja, da werden wir nämlich schön lecker essen gehen. Und deshalb ist da für will euch, ich nämlich nicht kochen. Ist für euch nämlich nichts zu sehen. Ja, ich finde, Buggys Kochstudio war in diesem Video schon eindeutig lang genug. Ja, und war wieder schön, ne? Genau, definitiv hat uns gefallen. Wir hoffen, es ist wieder ein bisschen längeres Video, dass es euch trotzdem gefallen hat. Ja, aktuell Reisevlogs, wissen wir, laufen nicht so gut. Aber ich weiß, einige von euch freuen sich auf dieses Video. Wir freuen uns, das Video uns auch nochmal in Erinnerung irgendwann später angucken zu können. Richtig, genau. Und dafür ist es da. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.